In diesem Video möchte ich darüber sprechen, dass eigentlich jeder relativ problemlos Kartenzahlungen akzeptieren kann. Es gibt verschiedene Dienstleister und heute gucke ich mir einmal SumUp an. In einem meiner letzten Videos habe ich ein Interview mit Thorsten Wolf vom Backwerk geführt. Der hat ja schon gesagt, es hat sich sehr viel geändert und er hätte am liebsten nur Kartenzahlung. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass viele kleine Händler immer noch ein bisschen vorsichtig sind, denken, es sind zu hohe Kosten, die auf einen zukommen. Und dem ist halt einfach nicht so. Es gibt mittlerweile unterschiedlichste Anbieter, die man relativ problemlos auch für wenig Transaktionen einsetzen kann. Und ich selber mache das auch schon seit geraumer Zeit. Ich habe zurzeit im Einsatz den Anbieter SumUp. Das ist das Lesegerät von denen. Und ich habe begonnen schon 2013. Da hatte ich die Konkurrenz von iSettle. Früher gab es beim Telefon ja noch den Kopfhöreranschluss und iSettle damals hat man über einen Kopfhöreranschluss verbunden. Heutzutage läuft das logischerweise über Bluetooth. Und SumUp selber, die Firma, die existiert seit 2011, hat einen Sitz in London. Seit 2012 sind sie auf dem deutschen Markt und ich habe die jetzt seit 2 Jahren im Einsatz. Ich selber bin ja Dienstleister, deshalb ist theoretisch mein Zahlungsverkehr eh schon bargeldlos, weil meine Kunden kriegen im Regelfall eine Rechnung und überweisen die auf mein Bankkonto. Aber ich habe ja zum Beispiel auch ein bisschen Merchandising, unter anderem meine Machenmütze. Und wenn die jemand kaufen will, der spontan bei mir im Büro ist, dann kann der jetzt mittlerweile logischerweise halt auch mit Karte bezahlen. Denn ich kann ja nicht nur predigen und dann selber Bargeld nehmen, was ich auch nehme, wenn der Kunde das möchte. Und das ist halt auch ein Punkt. Habe ich auch mit Thorsten vom Backwerk drüber gesprochen. Klar, er hätte auch am liebsten in der perfekten Welt nur Kartenzahlung, aber es schließt sich ja nicht aus. Und man muss ja einfach das bieten, was der Kunde möchte. Aber idealerweise steuert man ihn schon in die richtige Richtung und von daher hole ich als erstes das Kartenlesegerät raus. Wenn man das kauft, wir gucken uns das gleich mal an, bekommt man auch so einen Kartenaufsteller, wo so ein paar Karten gelistet sind, die das Gerät akzeptiert. Es gibt auch Aufkleber für die Tür. SumUp nimmt alle regulären normalen Kreditkarten, das ist dann logischerweise Visa, Mastercard, American Express. Ein paar asiatische Karten noch, nimmt auch die EC-Karte, was bei SumUp, glaube ich, bedeutet, es wird auf die Maestro-Karte umgeschwenkt und nicht die Girocard akzeptiert, was ja heutzutage bei den meisten deutschen Banken auch eine Kombikarte ist. Google Pay, Apple Pay geht logischerweise auch und das Gerät ist relativ straightforward. Kleines Gerät, verbindet sich über Bluetooth, man lädt es über USB. Leider kein USB-C, sondern so ein Standard-Micro-USB-Kabel. Aber andererseits, da hat man ja genug Kabel rumliegen, denn logischerweise, das Gerät bringt einem nichts, wenn auf einmal der Strom alle ist. Hat einen Einschalter an der Seite, dann lädt es hoch und verbindet sich automatisch mit dem Telefon. Und eine Abwicklung ist halt wirklich denkbar einfach. Ich nehme mein Telefon, ich rufe die SumUp-App auf, dann bin ich auf einem Screen, der sieht aus wie ein Taschenrechner, aber im Endeffekt, da gebe ich halt einfach den Preis an für den Artikel, den ich verkaufe. Jetzt habe ich mal 26,99 € eingegeben. Ich könnte noch eine Beschreibung hinzufügen. Dann klicke ich auf Bezahlen. Dann wird das Terminal aktiviert und dann ist es ganz einfach. Ich nehme meine Karte und habe jetzt wirklich alle Möglichkeiten. Ich kann sie sogar durchziehen. Das macht heutzutage kaum einer mehr. Die meisten stecken immer noch rein, ganz normal, dann wird die PIN-Abfrage gestartet. Aber es kann halt auch kontaktlos, sprich einfach die Karte drauflegen. Der einfachste Weg und logischerweise, das funktioniert halt auch, wenn ich Apple Pay habe oder Google Pay. Dann halte ich einfach mein Smartphone daran und dann wird die Zahlung aktiviert. Ganz einfach, straightforward. Und genauso einfach ist letztendlich auch die Abrechnungsmethode. SumUp selber hat keine Grundgebühr, sprich ich habe das Gerät einmal gekauft und bin jetzt theoretisch jederzeit in der Lage und habe keine laufenden Kosten, wenn ich Kartenzahlung anbieten möchte.
Transaktionsmäßig zahle ich aktuell, das ändert sich auch so ein bisschen immer, 1,9% als Fee für die Dienstleistung, dass die Zahlung abgewickelt wird. Es gibt zwei Modelle mittlerweile bei SumUp. Einmal ein Grundmodell, da kostet das Gerät zurzeit 29 Euro. Ich habe, glaube ich, damals noch 39 Euro bezahlt. Es gibt halt auch eine Variante mit 3G, sprich die ist direkt mit einem Mobilfunk verbunden. Dann muss man nicht über Bluetooth mit dem Telefon gehen. Die kostet 69 Euro. Das Ganze gibt es auch noch mal in der Variante. Dann kostet das kleine Gerät, glaube ich, zurzeit 59. Das größere kostet 89. Da wird noch mal unterschieden zwischen EC und Kreditkarten. Und dann zahlt man für EC-Karten, glaube ich, aktuell 0,9%. Da muss man mal gucken, wirklich, was aktuell bei denen auf der Webseite steht. Als ich damals mich angemeldet habe, waren, glaube ich, noch ein paar andere Prozentsätze. Aber wir bewegen uns auf einem relativ kleinen Niveau. Und wenn ich mal hier oder da eben eine Kappe verkaufen möchte, dann kann ich das problemlos machen. Wenn ich natürlich jetzt wirklich ganz viele Kreditkartentransaktionen habe, wenn ich ein Ladenlokal habe, dann ist das immer noch eine gute Ausweich- und Einstiegsmöglichkeit. Aber da könnte ich mich dann vielleicht auch nochmal umgucken, ob es nicht andere Kartenanbieter gibt. Oder auch SumUp selber sagt halt auch, wenn du ein gewisses Volumen umsetzt, dann kannst du auch mit denen sprechen, dann kriegst du wahrscheinlich einen individuellen Vertrag mit anderen Konditionen. Das hatte ja Thorsten in dem Video auch schon gesagt. Man muss sich halt informieren, wenn man Unternehmer ist. Und danach stehen einem theoretisch wirklich alle Möglichkeiten offen, um seinen Kunden die einfachste Möglichkeit zu bieten, bargeldlos zu bezahlen. Also mein aktueller Tipp ist SumUp und eventuell gucke ich mir aber auch noch ein paar andere Geräte an und zeige euch die hier bei mir auf meinem Kanal.